Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana, wir spielen Baldur's Ratterraster in Twin Peaks im Level 124. Ja, dann schauen wir mal. Also es ist ein Industriegebiet, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich ein paar Feuerwehrautos zerstören möchte für meine Daily. Ich glaube, zwei sind noch übrig. Und das passt halt in dem Industriegebiet häufig ganz gut. Hier nebendran ist halt eine Vierer, die ist logischerweise gesperrt. Die hätte ich sonst vielleicht... Nee, die hätte ich nicht gemacht. Also die finde ich ganz okay. Und danach mache ich nochmal die, wobei das ist kein... muss ich nochmal gucken, welches Industriegebiet noch frei wäre. Wo man noch hin könnte. Naja. Ich hoffe, dass ich jetzt hier zwei finde und dann ist das sowieso hinfällig. Ja. Bau das Ratterraster, also die Mission, bei der man in erster Linie Materialien, also Holz, Stein und Metall raushaut. Aber es hält sich in Grenzen, also ich finde, man findet, ich würde sagen, man findet immer mehr, als man, also man kann mehr abbauen, als man eigentlich braucht, in der Zeit, normalerweise zumindest. Und mehr als drei Schüsseln. Muss man nicht aktivieren, also drei reichen, um die Mission zu bestehen. Und das ist das, was man braucht, um natürlich die Belohnung zu kriegen und eventuelle weitere Daily-Abschlüsse, wie eben die Feuerwehrautos. Ja, und das baut das Ratterraster eben auch ganz gemütlich, eigentlich ganz gut zu schaffen. Es kommt ein bisschen auf die Türme an, wenn man Pech hat und man läuft gleich an einen großen Turm, wo man länger braucht und wo vielleicht im schlimmsten Fall noch sieben Lager nebendran sind oder so. Aber das da hinten sieht zum Beispiel nach einem Turm aus, der super easy scheint. Das holen wir uns nachher. Das sieht wirklich nach einem super easy Turm aus. Den werden wir wahrscheinlich schnell haben. Haben wir noch so einen Bogen? Nee. Je weiter wir vom Sturmschild weg sind, desto schlechter wird die Sicht. Aber ich habe auch schon eine Lösung. Jetzt tun wir mal meinst, was für klare Sicht. Du hast wir bauen Radartürme, oder? Zeit, um drei Türme zu bauen. Du ich hab's vom Ohr. Ja, hier hab ich. Ich hab mir's doch gedacht, dass wir da was vergessen haben. Das ist doch wohl klar. Falsche Richtung. So, dann hätten wir hier eine kleine Bridge, die wir bauen müssen. Und dann bauen wir hier noch zwei. Von denen. Zap, und es sollte es... Ja, es ist klar. Irgendwas fehlt wieder. Oh, ich hasse es, wenn was fehlt, ne? Hä? Aber was? Was fehlt denn? Ist doch alles da. Nee, eben nicht. Genau dieses eine Teil. Und ich muss mich beeilen. Ein Turm ist fertig. Weil ich habe eigentlich keine Lust, mit denen zu kämpfen hier. Laufen die weg? Dann hole ich mir das Lama. Denn ich hatte jetzt keine Lust, mit denen zu kämpfen. Ich hole mir dann auch gleich noch das Geschenk am Radarturm. Vergesse ich gerne, im Übrigen. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse es wirklich gerne. Aber so ein Lama ist natürlich jetzt super. Bringt mir von allen Materialien nochmal was. Wobei Metall bin ich voll. Okay, es bringt mir auch noch ein bisschen was anderes natürlich. Das ist immer super. Da haben wir einen großen Turm. Na gut. Wollen wir uns trotzdem. Auf geht's. Du weißt, was du zu tun hast. Okay. Oh fuck. Wo ist er denn? Ich höre nur, ich sehe nicht. Ich
mach mal hier meinen Dingens an. Ich habe so den Eindruck. Er ist ganz nah. Ach, da kommt er. Wupp! Fuck, der wäre mir fast in den Rücken gefatscht hier. Aus. Wirklich aufpassen bei dem Sack. Oh. Das geht nicht gut. Oh. Bin hier gerade runtergeflogen. Da wollte ich gar nicht hin. Ein bisschen. Das war ganz mies. Upsa, er hat mich erwischt. Ich würde ja gerne mal seine Kumpels loswerden. Ups. Mist, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hilfe. Wo ist er denn? Da oben. Okay, der baut da, dann baue ich da nicht. Das ist völlig unsinnig, wenn ich da baue. Ja, das machen wir jetzt nicht. Gehe ich mal zum nächsten Turm. Ah, den nehmen wir mit. Ah, das ist auch ein großes Teil. Ja, machen wir denn heute noch irgendwas anderes, als irgendwelchen Mobs auszuweichen, ey? Wo ist denn die Bitch? So, Ruhe. Ne, noch nicht Ruhe, das sind noch zwei irgendwo. Ja, die kommen irgendwann. Ich nehme das jetzt mal hin als... Das wären zwei. Okay, da sind sie. So. Wo ist er denn? So, und dann mal die. Oh, das ist gar kein solches. Wo ist denn... das gehört da bestimmt nicht hin, oder? Ja, nee. Nee, das gehört da nicht hin, ne? War irgendwie fast klar.
unten, ne? Fehlt denn noch eins hier? Das war die falsche Taste. So, haben wir denn schon wieder was vergessen? Ach da. Neuen Turm gebaut. So, jetzt bräuchte ich mal so noch ein Feuerwehrauto, das wäre irgendwie cool. Mit seiner SC. Ich habe das gerade erst gesehen im Chat. Die Hoffnung besteht aber, dass er es noch nicht gemacht hat. Sie noch nicht gemacht. Ich mache mal ein paar Lagerfeuer. Jo, das war's wohl, ne? Ja, das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber mal ganz intensiv auf der Suche nach einem weiteren Feuerwehrauto. In der Hoffnung, dass ich noch eins finde. Es sind immerhin noch 7 Minuten, also die Chance, dass man da noch was findet, ist ganz gut, würde ich sagen.
Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über andere Ressourcen, die man noch gebrauchen kann. Habe ich denn falsche Taste? Heute bin ich aber auch mit meinen Tasten... Nein. Ich habe aber auch noch kein Ausrufezeichen gesehen. Das sagt, da wäre ein Feuerwehrauto, das irgendjemand noch nicht kaputt gemacht hat, wie ich zum Beispiel. Versehentlich habe ich, glaube ich, gerade etwas kaputt gemacht. Nur versehentlich. Also es war bestimmt nicht Absicht, die Treppe mit abzureißen. Manchmal hast du auch echt Pech. Vielleicht hat aber auch schon jemand anderes die Feuerwehrautos zerstört zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht so drauf geachtet habe. Und ich krieg meine Daily gleich noch mit. Denn es ist komisch, wenn gar kein Feuerwehrauto im in einem Industriegebiet ist. Das finde ich immer sehr merkwürdig. Jo, das ist mag sein, Ray. Ich baue jetzt kein Feuerwehr, kein Turm mehr. Ich habe zwei gebaut, das reicht. Scheint keins mehr zu finden. Ne? Ja, manchmal ist es halt Pech. Ich hoffe jetzt tatsächlich, dass irgendjemand die vorher schon gefunden hatte. Sausack. Ups. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Zu blöd, um... Nein, nicht zu blöd. Ich habe es geschafft. So. Wunderbar. Und nebenbei immer ganz wichtig. Ressourcen einsammeln. Man kann es nicht oft genug sagen, wer keine Ressourcen einsammelt, hat sie auch nicht
wenn er sie braucht. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. So. Aber ich bin jetzt wirklich verwundert. Geht nicht. Ich vermute, ich habe die Schrift einfach nicht gesehen, als irgendein anderer der Mitspieler die Feuerwehrautos kaputt gemacht hat, die mir noch fehlen. Weil so, dass gar keins in einem Industriegebiet ist, das gibt es eigentlich nicht. Und ich war jetzt überall. Das ist kein Ausrufezeichen zu sehen. Oh, den schafft man nicht mehr. Oder? Doch. Wir schaffen ihn. Ja, super. Schöne Mission. Hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, es hat auch jeder mitgespielt. Das war also alles in allem ein optimales Ding. Nebenbei noch eine SC gemacht. Was wollen wir mehr? Jawohl, das sieht man ja. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder hat irgendwie mitgemacht. So läuft das sehr gut. Das gibt jetzt keine übermäßige Truhe. Das ist aber auch nicht dramatisch. Baue das Radarraster. Twin Peaks, Level 124. Abgeschlossen. Und es gab, glaube ich, irgendwas gab es auch noch, ne? Gab es da nicht irgendwas? Frost oder so? Oder Feuer? Oder? Wir werden es gleich sehen. Ich würde sagen, wir werden es gleich sehen. Ich bin jetzt besonders gespannt. Habe ich die Feuerwehrautos versehentlich übersehen und sie sind erledigt? Könnte sein. Aber ich vermute ja nicht, dass es das Frost oder Gedöns Plus. Ah, es gab noch Vorteil Plus Episch. Ja, ne, ist der Missionsalarm, genau. Es waren also wirklich Natur Plus gab es. Naja, es gab also wirklich vielleicht nicht genug Feuerwehrautos oder gar keine. Nun ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.